Hallo, mein Name ist Jan-Philipp Drode. Ich arbeite am Lehrstuhl für digitale Methoden in der Architektur an der Leibniz-Universität Hannover. Und hier beginne ich jetzt eine Tutorial-Reihe in Adobe Photoshop größtenteils, wo es darum gehen wird, rein in Photoshop aus einer Linienzeichnung so eine Perspektive zu erstellen. Über das Verteilen von Bildelementen und Texturen und die Anpassung und Bearbeitung dieser eben in Photoshop. Als Beispielhaus werde ich das Haus in Monterey von Tadao Ando nehmen. Da gibt es hier diese SketchUp-Datei und aus der ist diese Linienzeichnung hier erzeugt worden. Und diese Linienzeichnung werde ich eben als Grundlage nehmen für meine Perspektive. Die Strichstärke kann ich hier verändern, wenn ich mit meinem Direktauswahlwerkzeug alle Linien hier auswähle und die Strichstärke verändere, kriege ich eben jeweils eine andere Stiftdicke sozusagen und habe das Ganze dann gespeichert und möchte jetzt ein neues Bild anlegen, auf dem ich dann arbeite. Dazu sage ich hier Datei und Neu. Das sieht jetzt je nach Photoshop-Version anders aus. Wichtig ist, dass man in der Größe eben Zentimeter oder Millimeter nimmt und in diesem Fall ein A3 in der Größe einstellt, also 42 x 29,7 cm. Das Ganze wollen wir in einer Auflösung von 300 dpi, dpi Dots per Inch oder im Pixel pro Zoll auf Deutsch, hier eingestellt haben und so unser Bild erstellen. Das hat jetzt hier diese weiße Hintergrundebene, kann ich einmal doppelt draufklicken, dann wird diese entsperrt. Momentan ist es hier kursiv gedruckt und hier ist dieses Schloss, das heißt, diese Ebene ist gesperrt, mit der kann ich so ziemlich nichts anstellen. Ich möchte die einmal entsperren, eben mit einem Doppelklick. Können Sie dann auch gleich umbenennen. Hintergrund war schon ganz gut als Name. Und habe jetzt hier mein Blatt, auf dem ich eben anfangen möchte. Wichtig eben darauf zu achten, dass es die ausreichende Größe hat, wenn ich hier auf Bildgröße gehe, dass es an dieser Stelle eben hier ein A3 ergibt in 300 dpi. Ansonsten, wenn man zu klein arbeitet, es ist schwierig, das Bild im Nachhinein wieder hoch zu skalieren. Oder man würde eine Menge Ebenen austauschen müssen, weil man sonst eben Datenverlust hat. So, jetzt kann ich hier meine PDF mit meiner Linienzeichnung, die ich hier habe, einmal in Photoshop hineinziehen. Über Drag and Drop einfach hier abladen. Es kommt dieser Dialog. Und kann das Ganze jetzt positionieren oder auch skalieren. Beim Skalieren halte ich die Shift-Taste gedrückt, damit das Ganze gleichmäßig in X- und Y-Richtung skaliert wird. Und kann mir nun eben eine schöne Position dafür, die mir gefällt, aussuchen. Ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen, dass ich den Horizont hier etwa auf so einer Drittellinie habe. Hier so ein bisschen von diesem Wasserbecken, was hier vorne ist, weggenommen. Da gibt es eh schon genug von. Und sage jetzt einmal Enter, um das Ganze zu platzieren. Ist momentan die Strichdicke etwas, Verzeihung, die Strichdicke etwas dick. Die möchte ich wieder etwas dünner stellen. Das kann ich dann in Illustrator wieder machen. Springe ich hier also rüber, wähle mir alles aus. Sage hier mal 0,75 und speichere das Ganze mit Steuerung S. Ich werde hier den Begriff Steuerung verwenden. Alternativ kann man dazu ja auch Control sagen. Wenn ihr an einem Mac seid, könnt ihr dort immer die Command-Taste verwenden. Die Control-Taste ist eben so ein Windows-Ding. Auf Mac immer die Command-Taste ersetzen. Um dieses Bild hier nun zu aktualisieren, weil dieses gerade eben noch die dicken Linien hat, die ich ja gerade da umgestellt habe, kann ich hier meine Ebene, die eben hier dieses Smart Object ist. Das sieht man an diesem kleinen Zeichen und das ist wichtig für den Prozess, den wir jetzt machen wollen. Ich kann hier auf den Ebenennamen mit der rechten Maustaste klicken und sagen, erneut mit Datei verknüpfen. Und
hier eben mein PDF aussuchen. Es geht jetzt einmal hier auf und jetzt habe ich es hier mit den dünnen Linien. Was daran jetzt super praktisch ist, ist, dass wenn ich hier irgendwas verändere, also zum Beispiel hier irgendwas reinzeichne, könnte man sich vorstellen, wenn da irgendwas fehlt und das abspeichere, sehe ich, dass es hier aktualisiert wird und eben auch in diesem Bereich auftaucht. Wobei ich aufpassen muss, mein Bild ist gerade etwas versprungen, weil ich hier eben die Tiefe des Bildes verändert habe. Das geht nur bis hier und dadurch, dass ich jetzt die Tiefe verändert habe, ist mein Bild etwas nach oben gesprungen. Ich kann das hier auch wieder löschen, wieder speichern und dann springt mein Bild eben auch zurück nach unten. Und ich habe die Strichdicke, mit der ich eben arbeiten möchte. Ich bewege mich im Photoshop, indem ich mit der gedrückten Alt-Taste und dem Mausrad zoome und pane, also das Bild hin und her schiebe, indem ich die Leertaste gedrückt halte, mit der gedrückten Leertaste mit der linken Maus zuklicke und das Ganze einfach verschiebe. Ja, das Ziel ist nun, dieses Bild zu erstellen und damit wollen wir auch direkt mal anfangen. Ich habe hier in diesem Ordner alle Bilder, die ich verwenden werde, um dieses Bild dorthin zu bekommen. Diese habe ich von unterschiedlichen Websites. Vieles von dieser hier, PX hier. Dort kriegt man Bilder in der Creative Commons Lizenz, also frei verwendbar, auch kommerziell. Kostenlos. Man muss sich einen Account erstellen und dann kann man so viele, wie man will, davon runterladen. Das Ganze ist getaggt, also verschlagwortet. Wenn ich also nach Schlagwörtern suche, finde ich passende Bilder, die eigentlich auch immer eine ausreichende Auflösung haben, um dann direkt dort verwendet zu werden. Das Arbeiten auf diese Weise gefällt mir besser, als zum Beispiel in Google Bilder zu suchen. Die Ergebnisse hier sind meist besser. Um 2D-Texturen zu finden, habe ich hier textures.com. Da darf man am Tag 15 Bilder mit einem kostenlosen Account runterladen. Das reicht meistens aus. Für Personen, hier ist Galgobar, wo man kostenlos so viele wie man will runterladen kann und sich nicht mehr einen Account erstellen muss. Oder Mr. Cutout, wo man einen kostenlosen Account erstellen kann und dann am Tag, glaube ich, 2,5 MB runterladen kann. Das ist nicht sonderlich viel, für 2 bis 3 Personen reicht es aber. Auch diese darf man dann verwenden und das werde ich dann auch tun. Ich habe sie hier nun an dieser Stelle aber schon mal heruntergeladen und bearbeitet. Ich möchte jetzt anfangen, indem ich hier den Himmel hineinbringe. Den haben wir hier und ich ziehe normalerweise meine Bilder hier einfach per Drag and Drop rein und positioniere sie dann. Wichtig an dieser Stelle, diesen Himmel mit dem Horizont etwa auszurichten, damit ich diese hellen Bereiche eben auch sichtbar habe hinter meinen Bergen dann. Und mit Enter bestätige ich das, kann mir das jetzt hier nach unten ziehen und habe jetzt hier meinen Himmel eingefügt. Kann den auch nachträglich noch verschieben, wenn ich möchte. Ein Problem, was ich damit jetzt gerade habe, ist, dass es ein Smart Object ist. Das sieht man hier eben an diesem kleinen Logo. Hier ist jetzt dieses kleine Kettenlogo. Das heißt, hier haben wir eine verknüpfte Datei und hier eben dieses Smart Object. Das stört mich momentan nicht. Es macht ein bisschen mehr Speicher als ein normales oder verbraucht ein bisschen mehr Speicher als ein normales Objekt verwenden würde. Aber ich belasse das jetzt erstmal so. Möchte jetzt allerdings, wo ich anfange, Ebenen zu erstellen, mal ein paar Gruppen erstellen, wo ich das reinpacken kann. Also, wenn ich hier Ebenen auswähle mit Shift-Klick, kann ich mehrere auswählen, kann ich mit dem Command Steuerung G eine Gruppe daraus machen. Diese hier nenne ich zum Beispiel mal Hintergrund. Ups, da hatte ich den Caps Lock an. Hier drin stecken jetzt meine Ebenen und kann hier, wenn ich auf dieses Auge mit dem Rechtsklick klicke, das Ganze auch farbig machen, um eben übersichtlicher arbeiten zu können. Hier oben erstelle ich auch schon mal eine Gruppe, das ist mein Konturordner, Kontur, dem ich dann auch mal eine Farbe gebe.
Den Himmel möchte ich natürlich nun irgendwie nur in diesem Bereich, wo auch dann tatsächlich Himmel ist, sichtbar haben. Dazu nehme ich hier mein Zauberstab-Tool. Wenn das bei euch nicht sichtbar ist an dieser Stelle, dann kann man mal mit der linken Maus drauf drücken. Dann kann nämlich hier auch das Schnellauswahlwerkzeug drin liegen. Ich wähle hier aber unten mein Zauberstab-Tool. Dann kann ich in meine Konturebene gehen. Das ist wichtig, dass die dazu hier angewählt ist. Und hier eine Auswahl machen, sodass ich meinen Himmel kriege. Wenn ich jetzt auf meine Ebene Himmel hier gehe, kann ich diese Auswahl direkt zu einer Maske machen, indem ich hier auf das Maskensymbol klicke. Eine Maske wird angelegt, wo die weißen Bereiche eben sichtbar sind und die schwarzen unsichtbar und das Bild entsprechend transparent wird. Jetzt habe ich hier noch meine Wolken im Weg, die will ich wieder so ein bisschen wegbekommen. Hier dazu kann ich das Stempeltool benutzen. Nun kann ich auf einem Smart Object nicht direkt drauf zeichnen. Also wähle ich mir dafür mal eine neue Ebene dran, die ich da drüber lege und kann jetzt hier auf mein Stempeltool gehen. Wichtig, dass hier oben eingestellt ist, aktuelle und darunter, dass ich eben auch aufnehmen kann, was hier ist. Nun kann ich mir meinen Pinsel für den Stempel vergrößern oder verkleinern, wie ich ihn haben will. Dazu benutze ich die Alt-Taste und die rechte Maustaste und kann dann durch rechts und links die Größe skalieren, also indem ich die Maus nach rechts und links bewege oder nach oben und unten die Härte. Ich möchte hier jetzt einen schönen weichen Pinsel etwa in dieser Größe haben. Und wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, kriege ich hier außerdem dieses Fadenkreuz. Damit kann ich hier einmal etwas auswählen, indem ich darauf klicke und entsprechend hier herüber malen. Um dann hier das Ganze etwas nach unten abzuschließen. Nun rutscht mir mein Himmel hier so ein bisschen raus, weil hier ja keine Maske drauf liegt. Dazu kann ich das Ganze aber einfach diese Ebene mit dem Flicken, nochmal Flicken, auf den darunterliegenden Himmel einrücken, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte und hier zwischenklicke. Man sieht, das Symbol verändert sich. Wenn ich hier zwischenklicke, passiert eben all das, was hier gemacht wurde, nur auf der und darunterliegenden Ebene, damit auch diese Veränderung. So habe ich hier meinen Himmel jetzt eingefügt und kann auch den in eine Gruppe packen. Ich benenne häufig nicht alle Ebenen, sondern verpacke sie dafür in viele Gruppen und Untergruppen, um die Übersicht zu bewahren. Nun möchte ich hier im Hintergrund meine Berge einfügen. Die habe ich hier auch in diesem Bild. Die ziehe ich nicht direkt ins Bild, weil ich da erstmal noch was ausschneiden muss, sondern ziehe sie hier oben in Photoshop einmal auf diese Leiste hier. Dann gehen sie als neues Bild auf. Momentan hier gesperrt. Auch das kann ich einmal aufheben und kann jetzt eben eine Auswahl hier erstellen von meinen Bergen. Dazu möchte ich hier mal das Polygon-Lasso benutzen, auch dafür, das Magnet-Lasso benutzen, auch dafür wieder lange hier raufklicken und mein Magnet-Lasso auswählen. Und dann brauche ich nämlich nur einmal hier klicken und hier an dieser Kante entlang fahren und er erkennt eben automatisch diese Konturen und kriegt entsprechend eine ganz gute Auswahl hin. Außen muss ich jetzt noch einmal herumgehen und am Ende das Ganze einmal bearbeiten hier mit meinem Polygon-Lasso oder meinem normalen Lasso-Tool, um eben hier diese Bereiche, die jetzt noch nicht ausgewählt sind, hinzuzufügen. Dazu halte ich die Shift-Taste gedrückt und fahre dann hier einfach so entlang. Auch hier möchte ich nochmal etwas hinzufügen. Hier ziehe ich vielleicht noch etwas ab, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte. Damit kann ich abziehen. So. Und kann nun meine Auswahl entsprechend nochmal verfeinern und hier unten auch abschließen. Oh, fehlt noch dieses Stück hier. Alles klar. Nun habe ich meine Auswahl gemacht und möchte eine Ebenenmaske darum anlegen, um sie dann hier eben ausgeschnitten zu erhalten. Jetzt muss ich die natürlich rüberkriegen hier in meine Datei. Dazu kann ich hier Rechtsklick sagen, Ebene duplizieren und eben hier in meine momentan noch unbenannte Datei packen. Nun habe ich die auch hier drin
und kann dieses Tab hier oben schließen. Brauche ich auch nicht speichern, habe alles, was da drin ist, hier. Kann ich jetzt hier verschieben, so eine Position, wo das Ganze gut sichtbar ist. Wie habe ich es hier gemacht? Oh, schon etwas höher. Kann das natürlich aber auch ganz frei halten. Auch hier fehlt mir jetzt wieder ein Stück vom Bild. Da kann ich auch wieder das Stempeltool benutzen. Mache das Ganze eigentlich genauso wie vorher, indem ich hier wieder eine neue Ebene darüber auswähle und hier etwas dran stempel. Achtung, dass er jetzt hier den Himmel mitstempelt, wenn wir sagen aktuelle und darunter. Also schalte ich mir den Himmel und meine Hintergrundebene einmal aus, damit er hier nichts mitzustempeln hat. Und kann jetzt einfach hier mal meinen Berggipfel anwählen und den hier so mal dran basteln. Und hier eben etwas Berg noch hinzufügen. Das sieht gut aus. Diese Ebene kann ich nur wieder anschalten. Mein Himmel ist wieder da, meine weiße Hintergrundebene auch. Und kann hier eben meine Berge daraus machen. Die gehen momentan nun noch ein bisschen weit. Die gehen hier über mein Haus herüber. Ich will also die Ebene, die ich hier unten für den Himmel schon verwendet habe, auch für die Berge hier oben wieder verwenden. Und diese Ebene kann ich mir auch einfach hier auf meine Gruppe draufziehen, meine Bergegruppe. Dann wird die eben auch darauf zugeschnitten. Dazu halte ich die Alt-Taste gedrückt und ziehe dann einfach diese Maske da hoch und schon habe ich das Ganze hier eben auf dieser ganzen Gruppe. Hier habe ich nun Bereiche, hier kann ich noch durchgucken, hier kann ich auch durchgucken, diese Linie hier, die das momentan abgrenzt, die ist mehr da, um so eine Einschätzung zu geben, dass da ein Hang ist. Also die können wir durchaus auch über Photoshop. Dazu wähle ich hier einmal, wenn ich wieder in meine Kontur gehe, mit dem Zauberstab-Tool auch diese Ebenen hier aus. Nun hat er hier was ausgelassen. Dazu kann ich mir eben mein Lasso oder mein Polygon-Lasso nehmen, um auch diese Bereiche noch der Auswahl hinzuzufügen. Wieder die Shift-Taste gedrückt halten und hier einfach einmal herumzeichnen mit dem Polygon-Lasso. So. Auch hier haben wir noch einen Bereich, wo wir einmal drumherum müssen. Und hier haben wir natürlich auch noch unsere Linie liegen. Jetzt bin ich hier ziemlich weit drin, muss jetzt hier ewig mich bewegen. Ich kann aber auch herauszoomen mit Alt und Minus. So, und kann das Ganze hier eben nun abschließen und diesen Bereich der Maske hinzufügen. Also in diesem Bereich die Maske weiß färben. Dazu gucke ich, mein Hintergrund hier ist weiß. Und diesen Hintergrund kann ich einfärben, meine Auswahl, indem ich Steuerung Backspace sage. Und schon scheint das nun alles hier hindurch. Wenn ich auf meine Maske gehe, sehe ich hier eben, dass dieser Bereich nun auch weiß ist. Was mir jetzt noch nicht gefällt, ist, dass diese Ebene hier nicht farblich nicht zum Himmel passt. Mit dem Himmel habe ich mich quasi für eine Stimmung für das Bild entschieden. Das wird so eine Abendstimmung. So sehr weiche Farben hier, so ein bisschen orange, fast rosa. Dazu kann ich, wenn ich das Ganze jetzt einfärben will, hier eben ein Fotofilter zum Beispiel benutzen. Also gehe ich hier in meinen Einstellungsebenen, das sind die hier unten. Wenn ich darauf klicke, kann ich hier einen Fotofilter auswählen. Man sieht, das Ganze wird direkt warm. Problem jetzt, der Himmel verändert sich mit. Ich will das ja aber nur für die Berge machen. Deswegen ziehe ich den hier einmal hoch über meine Bergegruppe und rücke ihn darauf ein wiederum. Also auf diese Gruppe einrücken, wieder mit der Alt-Taste und dann dazwischen drücken. Und nun findet das Ganze nur für die Berge statt. Nun haben Sie irgendwie schon mal eine Farblichkeit, die dazu passt, nämlich diesen warmen Farbton, den ich hier auch auswählen kann. Das passt schon ganz gut. Jetzt sind sie mir noch ein wenig dunkel. Also kann ich hier einmal auf Belichtung gehen, auch diesen Bereich darauf einrücken und eben hier meine Belichtung etwas hochziehen. Vielleicht meine Gamma-Korrektur, um das Ganze eben etwas heller zu bekommen. Das gefällt mir farblich jetzt schon viel besser. Was ich jetzt noch haben will, um das Ganze etwas mystischer zu machen, ist
hier so im hinteren Bereich vielleicht so ein paar Wolken rein. Dazu habe ich hier so eine Wolkenebene, einfach so einen Ausschnitt an irgendwelchen Wolken, um so ein bisschen so eine Struktur zu haben. Und die ziehe ich mir hier in mein Bild, sodass sie hier in meiner Berge, in meinem Bergeordner ist, und richte sie dann irgendwie so aus, dass wir hier an diesen Stellen ganz spannende Wolken haben. Um das Ganze jetzt hier hineinpinseln zu können, möchte ich dem Ganzen eine Maske geben, also hier unten drauf, und diese Maske schwarz machen. Dazu könnte ich jetzt hier das Ganze verändern, hier und dann Backspace, Shift Backspace, nein, Steuerung Backspace. Ich kann das aber auch machen, indem ich die Farben invertiere, also alles was weiß wird, wird schwarz, immer die Komplementärfarbe und die komplementäre Helligkeit, also Steuerung I, kann ich hier alles was in der Maske ist umkehren, die Maske ist jetzt schwarz und nun kann ich hier mit meinem Pinsel ein paar Wolken einzeichnen. Dazu möchte ich meinen Pinsel noch etwas näher einstellen. Hier auf mein Brush Tool gehe, sehe ich momentan ist die Deckkraft 25%, die kann ich mal auf 100 stellen und dann hier in meine Pinseleinstellungen gehen und dort kann ich zum Beispiel das Ganze etwas streuen lassen, sodass es etwas wolkiger wird und kann ein wenig die Rundheit und den Winkel verändern und auch die Größe etwas skalieren lassen. Einzige, was ich jetzt noch verändern könnte, wäre zum Beispiel hier die Helligkeit, indem ich hier die Tiefe etwas runterstelle und hier den Jitter auch etwas hochstelle. Jitter heißt immer, dass da etwas ein Zufallsfaktor eingefügt wird. Weil ich das glaube ich auch anderswo noch machen konnte. Vielleicht mit dem Vordergrund, Hintergrund, Jitter, wenn ich hier die Struktur wieder ausmache. Da gab es noch eine andere Möglichkeit. Transfer der Kraftjitter. Das ist das, was ich eigentlich hier möchte. Okay. Nun habe ich hier einen Pinsel, der recht wolkig aussieht und kann hier in meine Maske mit einem weißen Wolkenstift hier hineinzeichnen. Ups. Muss man vorsichtig mit sein, das wird direkt viel. Oder ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück in Photoshop. Zurückgehen immer mit Steuerung Alt und Z, nicht mit Steuerung Z wie in vielen anderen Programmen. Hier kann ich jetzt nochmal meine Deckkraft runterstellen und den Pinsel ein bisschen kleiner machen und dann hier eben so ein paar Wolkenbereiche einzeichnen. So, jetzt habe ich das Ganze hier schön wolkig gemacht. Momentan stört mich natürlich noch dieser blaue Himmel daran. Also schalte ich die Verrechnungsart davon um und stelle das hier mal auf negativ multiplizieren. Nun sieht das schon etwas wolkiger aus und jetzt, um das Blau hier noch herauszubekommen, kann ich eben Farbtonsättigung zum Beispiel nehmen und das Ganze einmal auf Orange färben. Natürlich auch das wieder mit Alt und dazwischen klicken, hierauf einrücken. Kann jetzt eben die Sättigung ein gutes Stück runternehmen und habe jetzt hier meine Wolken drin. Um die noch ein bisschen wolkiger zu bekommen, kann ich auch diese Maske noch ein bisschen weich zeichnen, also ein wenig die Schärfe da rausnehmen. Wenn ich hier auf die Maske klicke, ich kann auch in die Maske hineingehen, mir die Maske angucken, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte und hier auf die Maske raufklicke, sehe ich hier, was da so drin ist und kann jetzt auch sagen Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner und hier irgendwie einen höheren Wert einstellen, um das Ganze noch wolkiger zu bekommen. Hier so ein Wert über 50 ist wahrscheinlich ganz gut. Das sieht direkt schon selbst aus wie Wolken. Ups, natürlich nicht in das andere Bild springen, sondern hier hineinspringen. Ja. Und schon habe ich hier das Ganze noch etwas wolkiger. Gerade
gerade denke ich mir, das gefällt mir eigentlich noch gar nicht mal so gut, weil das Ganze hier jetzt durch diesen Fotofilter, der hier eben über der Gruppe liegt, doch ziemlich orange wird. Ich es an dieser Stelle doch eher weißlicher haben möchte. Deswegen wähle ich jetzt die beiden Ebenen hier raus, eben mit Steuerung oder Shift beide anklicken und hier einfach mal drüber ziehen und so gefällt mir das schon besser. Kann ich dem Ganzen noch einen neuen Ordner geben. Hier habe ich eben die Berge, meinen Ordner und hier den ganzen anderen Kram. Kann ich das nochmal in der Gruppe packen und die nenne ich Berge Wolken und habe das Ganze jetzt weiterhin schön aufgeräumt. So. Ich habe jetzt schon über 25 Minuten geredet. Das heißt, ich breche das Video an dieser Stelle einmal ab und mache in einem neuen Video weiter. Da werden wir dann als nächstes sehen, wie wir hier diese Bäume ausgeschnitten kriegen und hier hineinbringen können. Und hier den Rasen und auch den Felsen dann mal erstellen, um eben erstmal unsere Umgebung so weit fertig zu bekommen, dass wir dann vernünftig mit dem Haus anfangen können. Ja, dann bis zum zweiten Video.